vollständigen Schüttaufpapiere. Eine Abenteuerserie von C.S. Merten. Folge 7. Gut in Hölderlin. Bombe. Wir sitzen alle auf einer Bombe. Das war jedenfalls der letzte Satz des Bundeskanzlers gewesen. Und die kleine goldene Gebetsmühle musste den Pfälzer mit Bombe gründlich missverstanden haben, als er sie beiläufig dem Regal im Kanzleramt entnommen und in Gedanken ganz woanders einmal herumgedreht hatte. Dass sie nun wirklich eine Zeitmaschine war, die uns in die Vergangenheit hinein katapultiert hatte, war inzwischen längst nicht mehr strittig. Kein Zweifel auch, dass wir uns in der Stadt Bombe wiedergefunden hatten, wo man das Jahr 1890 schrieb. Und Li Feng, der würdige Chinese, zu dem wir geflüchtet waren, hatte die Mühle auch sofort erkannt. Droben im Himalaya, unweit des Kailash, des heiligen Berges, hatte er sie vor vielen Jahren gesehen, in einem Kloster. Was blieb uns also anderes übrig, als Bombay zu verlassen? Dort war das Pflaster ohnedies recht heiß geworden, denn der Kanzler war, freilich versehentlich, einem Fakir zu nahe getreten und hatte sich damit den tödlichen Zorn der Thugs zugezogen, einer Sekte, deren Lebenszweck allein darin bestand, ihre Zeitgenossen mit einem gelb-weißen Tuch zu erwürgen. So waren wir also in den Himalaya aufgebrochen, um die Lamas herzlich zu bitten, uns doch wieder zurückzuschicken in das Jahr 1990, wo wir dringend gebraucht wurden. Unser Scout war Mr. Monsoon, Gorilla Monsoon, der amerikanische Abenteurer und Freund Li Fengs. Nach vielen Abenteuern waren wir nun am Fuße des Himalayas angelangt, wir, die 5 Zeitreisenden, die wir uns vor 2 Wochen noch im Arbeitszimmer des Bundeskanzlers befunden hatten, Dr. Kohl selbst, dann Norbert Blüm, Hans-Dietrich Genscher, Gerhard Stoltenberg, nebst Omar, dem Affen, den der Verteidigungsminister allerdings erst in Bombay als Wechselgeld eingehandelt hatte, sowie ich, Ministerialrat Robert Schüttauf, der Protokoll führt dieser höchst bedenklichen Reise. Nein, auf keinen Fall zu viel von dem Zeug. Gerade nur für heute Mittag. Ach, reich mir doch bitte mal deine Machete rüber, Helmut. Schütt auf, ja, kommen bitte. Sie. Ja, helfen Sie mir mal. Gerne. Sagen Sie, kennen Sie diese Früchte? Nein, leider nicht. Was? Auch nicht. Naja, dann von diesen hier. Ja, von diesen. Was? 2 Säckchen? Ich denke, 1 Säckchen reicht. Was, Schütt auf? Ja, reicht doch. Nein, Hans-Dietrich, nicht noch mehr Bananen. Bitte um Gottes Willen nicht noch mehr Bananen. Einkaufen? Ich hasse Einkaufen. Was macht das jetzt? Rupien? Wie viele Rupien bekommt ihr? Was? Herr Gott, ich verstehe euch nicht. 3. Er zeigt 3. Hätte ich gut und gern noch etwas abschneiden können von diesen Bananen. Bei dem Preis. Ascot ist in seiner Anlage nicht unähnlich jenen kleinen Städten, wie man sie noch in den Bergen Mittelitaliens findet. Hoch oben auf dem Gipfel des zentralen Hügels gelegen, der Palast, welcher das schöne, ihn von allen Seiten umschließende Bergpanorama genauso wie den bunten Haufen der Hütten und Häuser beherrscht. Freilich, in den hiesigen Breiten heißt der Fürst nicht Il Principe, sondern Rajiva. Und die Berge sind nicht dem Apennin, sondern dem Himalaya zugehörig. Ascot, das also sind rund 200 verstreute Gebäude, eine Schule, ein kleines Postamt, 2 mohammedanische Kaufläden und vor allem der Marktplatz. Ich glaube nicht, dass sich in den Häusern der kleinen Stadt auch nur ein einziger ihrer Bürger mehr befunden haben konnte, als unsere Karawane auf dem engen Platz unterhalb des Palastes anlangte. Männer, Frauen, Knaben, Mädchen, Greise, Greisinnen sowie das Volk der Ascoter Hunde und Affen, alles hatte sich eben dort eingefunden, um den fremden Männern sowohl ihre Aufwartungen als auch allerlei Angebote zu machen. Selbst der alte Postmeister war herbeigeeilt und zeigte uns seine bunten Marken, die allesamt das Bild der englischen Victoria, Königin von Großbritannien, trugen. Warum da nicht? Ich schreibe nach Hause. An wen wollen Sie denn bitte schön schreiben, Kollege Blüm?
Naja, dem Ober von der Marita, meiner Frau. Der hat mich zwar nicht gekannt, aber ich glaube, der freut sich bestimmt. Allein schon wegen den Macken. Schöne Grüße an Tirpitz. Tirpitz? Kriegsminister Tirpitz, mein Vorgänger im Amte. Unsere Träger, ohnehin nur bis Ascot verpflichtet, hatten ihre Kisten und Kastenkörbe und Flaschen abgesetzt und vermehrten nun, teils aus alter Anhänglichkeit, teils aus Neugier, den bunten Haufen staunenden Volks, das ihnen gleich allerhand Fragen zu stellen begann. Das große Feuer im Tal, was hatte es auf sich mit diesen Bränden, die unten in den Wäldern wüteten? War gar die eigene kleine Stadt bedroht? Die würgenden Söhne der blutigen Göttin Kali, stimmte das Gerücht? Sie hatten sich gezeigt und die Fremdlinge angegriffen? Bloß vom Herrn der Stadt war noch nichts zu sehen. Und so oft Hans-Dietrich Genscher auch nach oben sehen mochte zu dem ehrwürdigen Gebäude aus braunem Stein, dessen Türen und Fenster geschmückt waren mit reichen Holzschnitzereien, der Fürst und sein Gefolge wollten einfach nicht herabsteigen vom Palaste, um uns zu begrüßen. Gorilla Monsoon, unseren amerikanischen Scout, und Li Feng, dem bezopften Sohn des Himmels, schien dieser protokollarische Fauxpas jedoch nicht zu bekümmern. Sie standen vielmehr auf einer kleinen Mauer und blickten nachdenklich zu den blauen Bergketten empor. Nun, Gentlemen, da wären wir also. Nicht mehr weit bis Tibet. Schlage vor, heute Abend Kriegsfahrt zu halten. Ich werde mich einstweilen mit Li Feng ein wenig in der Stadt umhören. Bis dahin mag jeder treiben, was er mag. Ach, hätten Sie nicht Lust, mich zu begleiten, Schutt auf. Sie wissen schon, bevor Genscher uns zuvorkommt. Ich stieg also mit dem Minister eilig die vielen Stufen hinauf, bis wir vor dem Palast angelangt waren. Zwei Wachen standen vor dem Hauptportal und kreuzten, sobald sie unser ansichtig wurden, die Klingen ihrer Speere. Ein kriegerisches Manöver, dessen tadellose Präzision des Verteidigungsministers unbedingte Billigung finden musste. Morgen, Soldaten! Während wir noch ein wenig unschlüssig vor dem Tore verweilten, schien Omar, der unzertrennliche Gefährte Gerhard Stoltenbergs, irgendetwas entdeckt zu haben. Er wechselte immer wieder von der einen Schulter seines Herrn zur anderen, gab jenes keckernde Geräusch von sich, mit dem er sich sonst verständlich zu machen pflegte, und zupfte schließlich, weil wir den Grund seiner Erregung offensichtlich nicht zu begreifen in der Lage waren, so lange an des Ministers Ohr, bis jener ebenfalls auf das Fenster aufmerksam geworden war, welches sich hoch oben in dem Gebäude geöffnet hatte und in dem soeben das Antlitz eines märchenhaft schönen indischen Fräuleins erschien. Sehen Sie, Schütt auf, rasch! Ach, verschwunden. Schon ist sie verschwunden. Die Wachen salutierten klirrend, denn ein Offizier mit einem prächtigen schwarzen Bart zeigte sich in dem Portal. Der Ratschiwa wünscht euch zu sehen, Sahibs. Durch das Hauptportal gelangten wir in einen schmalen Säulengang, dessen polierter Marmorfußboden in hellem Rosa glänzte. Durch die bis auf den Fußboden reichenden Fenster flutete von der einen Seite des Ganges die Mittagssonne herein und zeichnete auf dem spiegelglatten Belag bizarre Figuren aus Licht und Schatten. Der Bärtige öffnete eine Tür und schob uns in einen großen, kühlen Saal. Ausziehen, Sahib. Ihr müsst euch jetzt ausziehen. Niemals, auf keinen Fall. Die Schuhe, Sahib. Nur die Schuhe. Das heilige Innere des Palastes darf niemand mit Schuhen betreten. Psst, schütt auf. Ihre Strümpfe, wie steht es mit Ihren Strümpfen? Genauso schlecht wie mit den Ihren, Herr Minister. So, ich denke, so geht es. Wenn Sie das Loch in der Spitze zwischen die Zehen klemmen, dann geht es, schütt auf. Wir hatten uns der Stiefel entledigt und standen nun ein wenig unbehaglich auf dem kühlen, glatten Marmorboden. Der Raum, in den uns der Offizier gebracht hatte, war völlig leer, bis auf eine lebensgroße Statue. Da sehen Sie Kali! Eine weibliche Figur, welche, vielarmig und schwarz lackiert, über den blutenden Leichen ihrer zerhackten Opfer tanzte.
ekelhaft! Während jene grässliche Göttin ganz plastisch herausgearbeitet war, setzten ihre Jünger deren schändliches Treiben eher reliefmäßig fort, denn mit solchen Schnitzereien war die ganze Stirnwand ausgeschmückt. Entpörend! Unglaublich! In der Tat. Was die dunkle Dame Kali in der Mitte an menschlichem Leben verschlang, befand sich links und rechts auf dem abscheulichen Relief, sozusagen im Statu Nascendi, was gar nichts anderes hieß, als dass dort Männer und Frauen in unmittelbarsten Verkehr getreten waren, dessen wilde Besessenheit... Sehen Sie doch nur, da und dort auch! ...in merkwürdigem Kontrast zu den kalten Füßen stand, die wir uns bei der eingehenden Würdigung jener Darstellungen holten. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wer von uns beiden damit eigentlich begonnen hatte. Fest stand jedoch, dass sowohl des Ministers als auch meine Füße auf dem kühlen Marmorgrund das dringende Bedürfnis nach Bewegung empfanden. So eilten wir also zunächst von der einen Seite des scheußlichen Frieses zur anderen, und nachdem wir dergestalt alle Höhen und Tiefen der menschlichen Leidenschaft gleichsam durchglitten hatten, fuhren wir alsbald auch der Länge nach auf unseren Socken durch den großen Saal, wie die Kinder es auf dem Eise tun, mit den Armen rudernd das Gleichgewicht zu halten. Omar nahm ebenfalls lebhaften Anteil an den gymnastischen Übungen, die unsere Fußsohlen angenehm zu wärmen begannen. Gerhard Stoltenberg hatte gerade einen bedeutenden Anlauf unternommen, um zum ersten Mal den Raum in der Diagonalen zu durchmessen, als sich plötzlich die Tür öffnete und ein würdiges Männchen in golddurchwirkter Kleidung, begleitet von dem wunderschönen Fräulein, eintrat. Onkel, Vorsicht! Zu spät! Wache! Ech, nasse Füße. Zum wenigsten hätte man uns das Schuhwerk wieder aushändigen können. Gefangen. Ja, gefangen in den Verliesen des Rajivas von Ascot. Nur der Affe hatte sich der Inhaftierung mittels eines kühnen Sprungs durchs Fenster entziehen können. Zugegeben, ich konnte ein gewisses Verständnis für den Fürsten nicht unterdrücken. Dr. Stoltenberg, der hochgewachsene Abgeordnete aus Rendsburg-Eckernförde, war mit ihm recht unglücklich zusammengetroffen bei seiner raschen Fahrt durch das Audienzzimmer. Und hier in Indien mochten andere diplomatische Gepflogenheiten bestehen, was den Zusammenstoß mit Personen von fürstlichem Stande betraf. Jetzt bleibt uns nur noch Oma. Schütt auf. Nur noch Oma. Aufwachen! Prächtige Fremdlinge! Wer denn aufwachen? Aufwachen! Was ist? Wo bin ich? Li Feng, der Herr Bundeskanzler? Was taten die beiden in den Verliesen des Fürsten? Waren auch sie auf Socken gerutscht? Nicht auszudenken. Fly! Alle beide fly! Ja, unangenehme Sache, das, Leute. Hat mich eine Stange Überzeugungskraft gekostet, euch da wieder rauszuholen aus dem Gefängnis. Was? Wir sind frei? Wieso? Li Feng, Li will nicht fragen. Hölderlin schuld. Immer nur Hölderlin. Vielleicht und in Hölderlin. Hölderlin? Hölderlin? Gewiss, Hölderlin. Ich war immer gut in Hölderlin. Und der Ratschi war auch. Hat nämlich ebenfalls studiert, drunten, bei uns in Heidelberg, im Sommersemester 1865. Omar hatte uns nicht im Stich gelassen, die treue Seele. Er war hinunter zum Marktplatz gelaufen und hatte so lange keine Ruhe gegeben, bis ihm Li Feng und der Kanzler die Treppen hinauf zum Palast gefolgt waren, wo alle drei umgehend von der Wache verhaftet und vor den Fürsten gebracht wurden. Der sagt nicht etwa Birne ab, wie ich erwartet habe, sondern guckt mich lang und breit an. Und dann spricht er, so aus Deutschland kommen Sie. Ja, stirb nur, stirb. Dein Herz ist herrlich genug, dein Leben ist reif, wie die Trauben am Herbsttag. Ich sag drauf, Moment mal, Hölderlin. Und er drauf, so ist es.
Tja, das ist es schon, die ganze Geschichte. Tja, und jetzt, am Abend? Kanzleinkauf heute Morgen umsonst. Da sind wir nämlich alle zum Nachtessen eingeladen. Im Palast. Oma auch? Bravo, Salamanderreiten. Salamander? Aber ja, lange schallt's im Tale noch unser Ratschi liebe hoch. Und jetzt passt auf, was jetzt kommt. Das alte Lied dem Fürsten zum Abschied. O alte Bosenherrlichkeit, wohin bist du entschwunden? Nie kehrst du wieder goldene Zeit, so froh und ungebunden. Dem Gesicht des Fürsten war nicht zu entnehmen, was er, welcher drunten in Heidelberg gewesen und da selbst Hölderlin kennen und schätzen gelernt hatte, von dieser alten Burschenherrlichkeit hielt, die der Bundeskanzler schon den ganzen Abend über recht launig und Strophe um Strophe heraufbeschwor. Allein der Fürst hatte sich während des letzten Liedes von der Tafel erhoben, huldvoll genickt und uns gebeten, über die Räumlichkeiten des Palastes ganz nach Belieben zu verfügen. Er freilich müsse sich zurückziehen, der Tag sei für ihn nicht ohne Aufregung gewesen, zumal sein Leibarzt darauf bestehe, noch einen Blick auf diejenigen Stellen des fürstlichen Körpers zu werfen, die heute Mittag bei einem gewissen Zusammenprall, nein, schwamm darüber. Der Fürst lachte ein wenig gequält und war auch schon verschwunden. Oh je, vom je, Mr. Cole. Kein neues Lied, ich bitte euch herzlich. Gentlemen, würdet ihr mir nun endlich eure Aufmerksamkeit schenken? Mr. Bloom fehlt noch. Lief Hengwurst deckt den Bloom. Plaudelt. Was? Er sitzt noch drin bei Prinzessin und plaudelt. Ja, Dirt, der alte Schwerenhöder. So klein wie er ist, der Norbert, aber sowas von Oho, sowas von Oho. Eine ausgesprochen hübsche Erscheinung, die Prinzessin. Gentlemen, bitte. Mr. Schüttauf, seid so gut und holt Mr. Bloom zu uns herauf. Wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Kindergarten. Prächtige Fremdlinge, manchmal wie Kindergarten. Ach, ich bitte euch, das hat doch mit Hartherzigkeit nichts zu tun, Prinzessin. Wissen Sie, der muss einfach sozial abgefedert werden. Ich meine jetzt, der Strukturwandel. Ja, gerade ihr als Frau, ihr werdet mir doch da unbedingt zustimmen. Habe ich recht? Seht, Prinzessin, es geht doch nicht anders. Bundesdeutsche Steuerzahler, die Zahnprothetik der ganzen DDR mitfinanzieren, oder? Herr Minister. Modern und risikofreundlich, aber immer, auch und gerade im Fremdrentenrecht. Das ist dem Norbert immer seine Devise gewesen. Herr Minister. Schütt auf, komm und hock dich her zu uns. Bevor sich die Prinzessin mit ihren Damen eilends erhob, um nun endlich den inneren Gemächern des Palastes zustreben zu können, warf sie mir einen Blick zu, der mich trotz meiner grauen Haare und meiner 63 Jahre wie einen Jüngling erröten ließ. Wie oft sollte ich in den kommenden Tagen noch an jenen Blick voller tiefer Dankbarkeit denken, wenn ich gefesselt, geknebelt und eingewickelt in einen Teppich auf dem Rücken eines wilden Pferdes durch das Flussbett. Halt, ich greife dem Lauf der Ereignisse vor. Galt es doch jetzt vielmehr, den Minister zu entfernen, der mir auch widerstrebend auf die Terrasse folgte, wo mittlerweile der heftigste Streit im Gange war. Auf und los! Nein, ein bisschen Kohl, nein! Ach, was denn los? Der Chinese trinkt ja gerne, der gelbe Aff. Komm, Liefling. Gentlemen, so beruhigt euch doch. Welche Fremdlinge machen heute Abend wenig günstigen Einflug auf Liefling? Aber haben Sie doch bloß nicht so, Herr Feng. Er würde die Stoltenberg vergisst, wes Brot er ist. Alte chinesische Sprichwort sagt, wes Reis ich ess, des Lied ich sing. Eben, deswegen singen wir ja. Augenblick, Sprichwort geht weiter. Falls Reis bezahlen überhaupt Lied wünscht, Li Feng hat Reis bezahlt, Li Feng wünscht keine Lieder. Einspruch, euer Ehren. Der Sultan, nein, der Fakir, nein, Entschuldigung, nein, der Rajiva, jetzt hab ich's. Der Rajiva hat's heute Abend bezahlt. Und für eure Auslagen bekommt ihr auch den einen Zipfel vom Diebert.
Jawohl, so war es doch abgemacht. Na, Hemd aus Kaki, auch von Liefeng bezahlt. Das steht mir sowieso nicht, das Kaki-Zeug. Außerdem kratzen tut's auch. Und überhaupt, wenn das atmungsaktiv ist, friss ich einen Besen. Ihr werdet sowieso ablegen müssen, euer Hemd, Gentlemen. Jawohl, und eure Hosen auch. Kommt und schaut. Da unten. Werft nur einen Blick hinunter auf den Marktplatz. Und was seht ihr? Unsere ganzen Sachen. Die Kisten und Kasten. Die Flaschen und Körbe. Weg, verschwunden, fort. Nein, nicht gestohlen. Verkauft. Liefeng und ich haben alles wieder verkauft. Auch die Sachen, die ihr im Leibe tragt. Also, hier mit der Hose, Sir. Blitzartig schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass uns Mr. Monsoon nun gleich eröffnen werde, beschlossene Sache sei zwischen ihm und Liefeng auch uns selbst zu veräußern. Ja, kein schöner Landblick für Sohn des Himmels. Vielleicht die Fremdling lieber in Hose bleiben. Bis morgen früh warten, Godzilla. Doch nicht nur der Chinese lenkte ein, auch der amerikanische Scout schien sich wieder gefangen zu haben. Da oben liegt irgendwo unser Ziel. 4.000, 5.000 Meter hoch. Was weiß ich, durch Eis und Schnee. Gentlemen, wisst ihr überhaupt, wie viele Abenteurer aus eurem verdammten Europa in den letzten Jahren hinter dieser Grenze spurlos verschwunden sind? Verschwunden? Aber wieso dann? Weil ihn die tibetanischen Grenzwachen abgeschlagen haben. Den europäischen Dummkopf, Mr. Bloom. Das Land da oben im Himalaya, Sir, ist verbotenes Land für den weißen Mann. Der Inder. Der Bengale, der Chinese, der fromme Pilgrim, der freilich darf den Weg nehmen durch das Dharma-Tal über den Lippu-Pass. Waldbrand, Blut, Mögel, Fundwerks. Und Inspektor Savage immer noch auf Spur von prächtigen Fremdlingen. Gleich morgen früh am besten weg. Und nicht nur das. Die tibetanischen Grenzwachen sind in Aufruhr. Die alte Handelsstraße durch das Dharma-Tal wird streng kontrolliert. Wir werden über den Lippu-Pass gehen müssen. Und zwar im einfachen Gewand der Hindu-Pilger. Komm. Es ist alles vorbereitet. Was hat den Zorn des Kanzlers auf dem Nerpani, dem wasserlosen Pfad, so erregt, dass er ausgerechnet Omar, den Affen, zum Ministerialrat machen will? Lauert Lebensgefahr in dem schwarzen Zelt der feurigen Nomaden? Oder rührt der viele Rauch nur daher, dass dort gekocht wird? Dies alles und vieles mehr werden Sie erfahren, wenn es demnächst wieder heißt: Himalaya, die vollständigen Schüttaufpapiere.